und sind drin, gehen erstmal eine Treppe hoch. Und was finden wir hier? Wir finden einen Truhenkreis. Öffnen Truhe Nummer 1 mit einem Heiltrank. Öffnen Truhe Nummer 2 mit Riesenschuhen. Öffnen Truhe Nummer 3 und erhalten Tautropfen. Drehen die Kamera. Öffnen Truhe Nummer 4. Erhalten ein Silberamulett. Truhe Nummer 5 birgt in sich einen Drachentrunk. Truhe Nummer 6 gibt uns Celines Glocke. Truhe Nummer 7 birgt ein Geisterlicht. Und Truhe Nummer 8 hält eine Nachbildung für uns parat. Ja, dann haben wir hier noch... nein. Erst ansprechen, dann auf Wasser klicken. Erst ansprechen, dann auf Wasser klicken. Und Truhe Nummer 9. Eine tonlose Flöte. Okay, also von da sind wir gekommen. Gehen wir doch eine Treppe nach oben. Bam. Bam, bam, padalam. Schön grün hier oben, aber hier fließt ja auch aus irgendeinem Grund Wasser. Bam, bam. Und es ward nachts. Natürlich muss ich einmal erst hier rumlaufen, um zu gucken, ob ich hier nicht vielleicht noch irgendeinen Geist finde. Ihr kennt mich ja, hoffentlich. Und ich habe sogar einen Geist gefunden. Gut, dass ich rumgelaufen bin. Bam, bam, padadam. Ja, 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 ich verstehe. Gut. Also aus dem Ausgang sind wir gerade gekommen und das ist jetzt der einzige Gang nach oben. Hier kann man natürlich auch noch einmal schön rumlaufen, um noch einen Geist zu finden. Hier hinten kann ich nicht lang, das ist dem Kleinen doch ein wenig schmal. Gut. Gehen wir auf diese Seite gucken und sehen, dass hier leider nichts ist. Schade. Schade, schade, schade. Gehen dann nochmal schnell hier rein. Drehen die Kamera. Erschrecken uns. Kamera, dreh dich ordentlich. Ach so, der steht eh mit dem Rücken zu uns. Haha. Kann ich mich hier eigentlich super heilen? Ja, wen haben wir denn hier? Lavar. Was ist denn das? Seit 1000 Jahren hat keiner die Phantomstadt entdeckt. Ich bin Lavar. Ich hütete einst das Elementalbuch. Doch als ich es öffnete und so seine immense Kraft freisetzte, wurde ich für unwürdig befunden. Die einzigen Kräfte, die mir gehorchen, waren die von Vernichtung und Hungersnot. Ich konnte hassen, aber nicht lieben. Ich konnte Furcht einflößen, aber keine Hoffnung. Zu guter Letzt kam die mächtige Zauberin Epona mir zu Hilfe. Sie nahm den Fluch des Elementalbuchs von mir. Doch zur Strafe wurde ich hierher verbannt. Allein für alle Ewigkeit. Oder zumindest bis das Böse, das wir Mammon nennen, vernichtet ist. Erst dann finde ich meinen Frieden. Du
mit deinen Zaubersteinen von unschätzbaren Kraft bist meine einzige Hoffnung. Der einzige, der mich und Keltland für immer vom Bösen zu befreien imstande ist. Also man kann sich auch sehr geschwollen ausdrücken. Aber ja, gut. Holen wir uns hier erstmal noch einen Wassergeist. Und noch ein Wassergeist. Und weil es so schön ist, noch ein Wassergeist. Und nicht zu vergessen. Und nicht zu vergessen. Ein Erdgeist. Hey. Nee, warum? Ich weiß gar nicht so genau, wo es denn jetzt ist. Suche. Drainage Magie. Wanderwasser. Also ganz ehrlich, weiß ich auch leider gerade gar nicht, was denn jetzt hier so genau ich dazu bekommen habe. Aber auf Level 45 bekommt man halt die letzte Fähigkeit im Zauberbuch Wasser. Dann haben wir hier noch eine Truhe. Und diese Truhe birgt ein Goldamulett. Badam. Okay. Gehen wir wieder schön zurück. Bam bam patadam. Bam. Bam bam. Gehen wir hier runter. Bam bam padam padam. Haben wir schon alles geplündert, sozusagen. Also können wir auch in Ruhe wieder rausgehen. Schön hier die Treppe nach unten. Doch. Was sehen wir denn da? Da ist ein irgendwas. Ja. Und jetzt, um an den ranzukommen, muss man sich an diese Seite halten, bis man merkt, hier geht's auf einmal rein. Gut. Ha. Da ist nämlich eine unsichtbare Wand mit einer Nische. Und man muss irgendwie in diese Nische reinlaufen, aber nicht ganz. Und dann kommt man auf dieser Seite raus. Ich habe hier übrigens auch, ich bin total von der Wand umgeben. Ich kann auch nicht großartig weiter. Ich nehme mir diesen Geisti und hole mir noch ein Erdelementar dazu. Gehe dann zurück. Dum dum tadadam. Dum dum tadadam. Ich habe hier also wirklich keinen großen Spielraum, weil ich komplett von einer Wand umgeben bin, die ich nicht sehen kann. Und um jetzt... So. Und jetzt bin ich draußen. Wie auch immer genau man da gehen muss, also man muss hier schon... Man muss erstmal rein. Wo auch immer, hier so schwupp. Und dann muss man hier einmal so einen kleinen Bogen gehen und dann kann man eigentlich so ziemlich da zurück. Das ist der kleine Trick. Und jetzt ist hier natürlich schön Nacht. Hier an dieser Stelle der Karte in der Steppe von Dindom. Pam padam pam pam pam. Hier rundherum ist jetzt nichts mehr. Aber ich versuche jetzt einen kleinen Trick anzuwenden. Denn ich wäre nämlich jetzt außerhalb dieses anzeigbaren Kartenbereichs gegangen. Leider bin ich jetzt nicht so weit zurückteleportiert worden, wie ich wollte. Also muss ich doch noch einiges laufen und am besten wirklich in Richtung Norden. Oder Nordwesten. Nord-Nordwest, irgendwie sowas. Und
Es ist